Man kann ja machen, links ist Kommandatur und rechts ist so Kreditbüro. Ich muss aber mal gucken, wie man eine ordentliche Theke baut. So. Diese Tür ist wahrscheinlich komplett nutzlos. Ja. Weil man oben einfach durchgucken kann. Und ich kann hier leider nicht noch... Kann ich hier noch was... ich habe ja noch nicht mal mehr normales Holz. Ah! Da scheitert das Ganze doch schon wieder. So, jetzt habe ich genug. Mal gucken, ob man da noch durch kann. So. Nee. Ach man, dann müsste ich das einen da hinten machen. Ja, oder ich mach da Plan B. Dann hat es so ein bisschen Saloon-Atmosphäre, aber naja. So. Meistens reicht das ja. Und da muss auch noch ein Schild hin. Warte, ich baue das auch direkt. Oh, warum kriegt man eigentlich immer drei davon? Privat. So. Privat. Und die anderen beiden Schilder kommen jetzt direkt wieder in Tümpel. So ist das mit der Umweltverschmutzung. Okay. Und rauf. Habe ich jetzt... Nee, habe ich natürlich nicht. Liegt jetzt noch unten. Ach, Mann. Wenn der Kopf nicht angewachsen wäre. Ich nehme es mal mit. Und rauf. Hallo. Jo. Und das müssen wir natürlich hier wieder ganz hässlich auf den Rand stellen, damit wir da jederzeit drankommen. Ah, das mit den Fichtendingern, das reicht auch hinten und vorne nicht. 40 Stück einmal rum, ich glaube kaum. Ach ja. Es ist schon wieder, das ist doch zum Mäusemelken hier. Ich gehe jetzt nach drüben und hau ein paar Fichten um. Mann, aus Protest. Tut mir auch leid, aber manchmal muss das einfach auch sein. Manchmal muss das sein. Aber es sieht schon nach was aus. Nach und nach wird's. Hat ja auch nur irgendwie 4-5 Stunden gedauert, bis das fertig ist. Aber irgendwann ist das dann auch durch. Weißt du, 4-5 Stunden, was kannst du alles machen? Da kannst du Donkey Kong Country einfach 4-5 Mal durchspielen. Das geht. Sollte man nicht meinen, aber theoretisch ist das möglich. So. Kannst sogar 100% machen, 4-5 Mal. Das geht. So, jetzt hier, Eier. Das sind so die Momente. Du kannst nichts mehr aufheben und musst dann erstmal gucken, wo der Hund begraben ist. Dann guckst du ins Inventar. Eier. Ja. Toll. Faden. Nee, will ich nicht. Ist mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. So, das alles hier mitnehmen. Ach ja. Jetzt haben wir genug. Den Erdhaufen da links könnte ich eigentlich auch mal wegmachen. Ich bin eigentlich ein Gegner von so normalen Dächern. Nee. Früher habe ich mich damit ja zufrieden gegeben, ne? Aber heutzutage nicht mehr. Heutzutage müssen die so sein und zwar nicht anders. Das ist mittlerweile Din Metti. Wenn es Din Arne gibt, gibt es auch Din Metti. So. Das Witzige ist, so wie das Haus hier drinnen aufgebaut ist, so, genau so möchte ich eigentlich auch den Marktplatz als solchen aufbauen. Ist jetzt vielleicht nicht so wirklich ein großes Wunder, weil das, was da drin ist, einfach auch nicht so unbedingt kompliziert aufgebaut ist, aber ein bisschen witzig ist es dann doch. Ist schon ein schöner Zufall, mit dem wir auch alle leben können. Ja. Nein. Warte mal. Was halten wir denn davon? Wenn wir das alles nochmal abreißen. Ich habe gerade eine andere Idee. Nein! Doch, das muss jetzt alles weg.
Und der Müll, der bleibt einfach unten liegen. So. Ich kann mich ja grob orientieren an den Dingern hier. Das heißt, das ist eine Linie. So. Zip. Nee, ein höher. Zip. Okay, geht das überhaupt? Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier keinen Mist baue. So zum Beispiel. Das ist auch bekannt als Mist... Ja, komm jetzt! Ich hab diese Shift-Taste einfach durchgedrückt. Und er so, nee, ich bin Pedro Picante, ich kann hier nicht stehen. Das steht gar nicht in meinem Arbeitsvertrag hier, Pedro, ne? Erzähl mal. Guter Mann. Wollen wir auch mal hier arbeiten oder was? Oder wollen wir nur Seelen essen den ganzen Tag? Ja, eine Seelen essen, ne? Das ist schon richtig gutes Zeug. Okay. Sind wir wieder hier, das ist ja fein. Okay. Zack. So, und hier muss jetzt natürlich dann der Stein in die Mitte. Ja, ich glaube, das wird was. Ich bin auch schon wieder hungrig. Das bedeutet, wenn ich nochmal runterfall, dann... Notfall. Ja. Okay, warte mal. So. Hey, es wird wahrscheinlich terra beschissen aussehen, aber... Auf dem einen vorm Holz, ne? Ja, also... Das heißt, hier muss ein Stein hin. Und dann hier, das da. So. Ja. Die machen wir hier erstmal fertig. Okay, so, eine in die Höhe noch, oder wie? Leute, das ist kompliziert. Ich kann das nicht. So. Dann ist auf dem hier ein Stück Holz. Das mache ich hinterher noch weg. Warte mal, das kann noch... Da muss jetzt ein höher. Nee, andere hier. Ah! So. So. Alles klar. Zack. Gut. Hier. Bums. Bums. Ja, ich glaube, jetzt habe ich einen Anfang. Jetzt habe ich einen Anfang. Jetzt kann es hier einfach... Jetzt kommt der Schneeball, Leute. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist der Schneeball ins Rollen gekommen. Boom. Und jetzt hier zwei normale Bretter in der Mitte und zack. Hammer's. Bam, bam. Ja! Yeah! Oh ja, so. Okay. Zack. Zack. Ich habe keine Ahnung, wie das hinterher im Ganzen aussehen wird. Und mir schwant Übles, aber... manchmal muss man einfach mit den Sachen leben, die man gebaut hat. Und wenn es kacke gewesen ist. So, eins... 2, 3. Ja. Okay, dann müssen wir das an der anderen Seite auch mal fertig machen. Check. Nee, das muss ja... Das ist auch wieder Unsinn hier. Da muss doch auch wieder ein Holz hin, oder nicht? Ja, so. So. Aber wenn es gut aussehen sollte, was ich hoffe... ist das ja mal wieder ein Beispiel dafür, dass man eigentlich nur so ein gewisses System haben muss und das einfach dann reproduziert und dann geht das in Minecraft. Das funktioniert dann irgendwie. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Das heißt, ich mache hier absoluten Dönekiss, aber dadurch, dass ich mich irgendwie mal entschieden habe, diesen Dönekiss in Corporate Design zu machen... Ist das alles im Bereich des Möglichen, glaube ich. Gucken wir mal rein hier. Ja, ich glaube, hier unten muss er hin, oder?
So, 2, 3. Ja, das muss natürlich jetzt weg. Ich lasse mich gleich einfach aufs Dach gefallen. Ah, guck mal, da spechten die beiden schon. Ah, ich habe gehört, er lässt sich hier gleich runterfallen. Mensch, da gibt's ja wieder was zu essen. Ja, vielleicht. So. Okay. So und so. Hab ich die anderen Sachen mitgenommen? Workbench auch dabei? Nee. Was ist denn verrottetes Fleisch, Leute? Ehrlich jetzt. Ich brauch das nicht. Erstmal habe ich schon eine ganze Kiste davon zu Hause. Was schon bedenklich ist, meiner Meinung nach. Oh ja, Leute, das ist er. Leute, das ist er. Das ist er. Einzig problematisch ist jetzt. Ich muss das noch einen weiter nach vorne machen. Aber dann geht's. Dann geht's. Geht das denn, oder? Ja, es muss noch einen weiter nach vorne. Aber dann geht's. Was ein Stress. Und das um die Uhrzeit. So. Zack. Die Dinger weg hier. Stattdessen normales Holz dran. Ja. Theoretisch müsste das auch noch einen weiter runter. Ich guck mal, wie es aussieht. So, erstmal einen weiter nach vorne. Das ist natürlich auch nicht einfacher dadurch, dass man das hier alles mitten in schwindelerregenden Höhen machen muss. Aber das haben wir uns alles selber ausgesucht. So. Zack. So. Das ist auch noch weg hier. Oh mein Gott, ey. Das ist, ich kann auch gerade nicht über irgendwas reden, was in irgendeiner Art und Weise interessant ist. Das tut mir leid. Würde ich ja eigentlich gerne. Erstens fällt mir einfach auch gerade nichts mehr ein, weil ich jetzt gerade ziemlich hart in einem Aufnahmemarathon drin bin. Zumal ja bald der neue Mario Maker rauskommt und da muss man ja einfach auch mal vorgebuttert haben. Zweitens ist es so, dass ich den einen weiter nach außen machen muss. Dann haben wir es aber auch. Okay. Nein, ey Junge. Das ist meine Leiter hier. Das gehört dir nicht. Was ist denn hier wieder? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich bin gerade überfragt, wie das hier gehen soll. Muss ich das alles hier einen höher machen? Ja. So. Dann. Ist das hier die Ausrichtungs... ne? So, zack. Okay, das heißt, hier machen wir jetzt das hier dran. So, damit das einen Schritt außerhalb von diesem ganzen Gelöt ist hier. Ach nee, Leute. Solche Sachen sind es immer, die das ganze Projekt einfach kilometerweit wieder zurückwerfen. Ohne, dass ich da gesagt habe, ja, ne, pack das mal außen hin, das ist schon eine gute Idee. Habe ich nicht. Habe ich nie gesagt. So, dann machen wir mal weg hier. Ich mach das mal ab, weil, sind wir mal ehrlich. So, okay. Ach, ich muss nur eins abmachen, das sehe ich jetzt gerade. Yes, das muss auch noch ab. Warte mal. So. Dann so. Dann muss ich den wieder wegmachen, damit der sich ausrichtet, genau. So, und dann eigentlich nur so, oder? Ja. Zwei davon in die Richtung. Hoho. Oh ja, siehst du doch, siehst du doch, siehst du doch. Yay. Mensch. Okay, das ist eins runter und dann rum. Eins runter, dann rum. Raus, raus. Zack. Und... ja, eins runter und dann rum, ne? Das heißt, hier direkt rum.
weiß ich. So. Hier.